herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Wir haben beim letzten Mal den Prolog gespielt. Und jetzt geht's weiter. Wir haben die Geisterflamme erlernt. Wie wir hier jetzt sehen. Wenn man jetzt fleißig diese Geisterpunkte oder wie sie heißt. Geisterportale sind uralte Bauwerke, die benutzt werden, um schneller durch ganz Nibel zu reisen. Was ist denn heute los mit mir mit dem Eis? Das Licht der Geisterportale kann auch deine Kraft wiederherstellen, wenn du einmal erschöpft bist. Das ist der Fähigkeit. Alles klar. Die meisten Sammelobjekte werden nun von Ori angezogen. Das finde ich gut. Jetzt auch theoretisch hier. Will ich das noch? Das ist X. Alles klar. Ich bin auch offen und sage, ab wann das bleibt, ist noch kenne ich's. Stein habe ich noch nicht gezogen. Bin da hoch noch gehüpft und dann wird es. Hier habe ich gespeichert. Deswegen ab hier ist es blind. Einen Moment, ich muss. So, da bin ich wieder. Genau, das war das letzte Stück, was ich noch gefunden hatte. Die habe ich dann gespeichert und dann habe ich aufgehört. Ab jetzt ist es klein für mich. Ich weiß nämlich gar nicht, warum ich damals so Ori nicht gespielt habe. War das ein Xbox? PC Exclusive? Das ist möglich. Jetzt habe ich zwei. Geisterflug blockiert uns den Weg. Vor den Tagen des Verfalls waren die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein, um den Geisterbaum zu erreichen. Müssen wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt.
Energiesplitter gefunden. Energiesplitter stellen die Energie von Oris Energiezellen wieder her. Da komme ich noch nicht durch, denn... Versuchen wir es jetzt nochmal, dann nutzt es. Zack, zack, zack. Lebenszelle gefunden. Jetzt kannst du mehr viel Vitalität aufbewahren. Finde weitere Lebenszellen, um deine Überlebenskraft zu steigern. So. Zack, zack, zack. Dann geht es hier lang Richtung. Was gibt's denn? Erhöht die Stärke der Geisterflamme, lässt die meisten Elemente auf der Karte erscheinen, ermöglicht das Benutzen von sehr kurz. Ich mache jetzt erstmal das. Vergrößert den Radius und erhöht den Schaden der Stichflamme. Alles klar. Jetzt muss ich aber erstmal Stichflamme haben, ne? Jene, die sich der Hoffnung zuwandten. Licht des Geisterbaums lebt in uns allen. Es ist der Grund dafür, dass wir leben. Es ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind diese Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm jetzt näher und spüre das Licht von Fiel, dem Geist. Den Ansprung erlernen. Um diese Fähigkeit zu nutzen, musst du dich unter Verwendung von Bewegung einer Wand hinbewegen und dann wiederholt A, also in meinem Fall Viereck drücken. Schon gefragt, wie ich hier unten wegkomme.
So, dann werden wir jetzt den anderen Weg natürlich testen. Oder die Froschmenschen. Zack. Ich bezeichne die jetzt mal als Froschmenschen. Die sich ein bisschen wie die Frosche bewegen. Da oben ist ein Stück, komme ich da hin. Ist das von der Art her Jump'n'Run? Roguelike, Metroidvania, artiges Spiel? Zurück. Alles klar. Alles klar, aber den Stück runtergelassen. Zack, 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 zack. Du hast einen Kartenstein gefunden. Das bringt es zu einem Kartenstein. Ein Kartenstreitfragment, alles klar. Neue Bereiche der Karten freizuschalten. Ja, jetzt gucken wir uns mal die Karte an. Jetzt da hinten. Jetzt wenn wir jetzt nach rechts. Nach rechts, nach oben. Alles klar. Thank you.
Da kann man auch noch hoch, ne? Da würde es hochgehen. Gehen wir nicht weiter. Da geht es durchs Geistentor. Da weiter nach rechts. Da komme ich ja nicht durch. Faszinierend, ich weiß gerade nicht weiter. Ich gucke jetzt noch einmal und ansonsten werden wir es in der nächsten Folge herausfinden müssen. Zack, 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 zack. Hier war ich noch nicht, oder? Orihita Kartenstein, eine der vielen Wild-Markierungen, die dazu dienen, die Landkarte des Feindes Needle anzufertigen, während er wuchs. Ein Heffield, ihr wird das Kartenfrieden. Wenn wir das Kartenfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, es zu reparieren. Das ist schön. Da ist das weit. Ich habe es. Was ist das? Wo bin ich? Ja, das ist da unten. Da geht's runter. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Das hier heißt Ori and the Blind Forest. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Mocha. Vergesst nicht zu abonnieren, liken, kommentieren. Wenn ihr wollt. Ciao, ciao.